fliegen. Na, nimm mit. Der Lieblingstag wird Mittwoch. Da kommen Menschen am Strand. Wie schön ist das denn? Sehr windig heute. Ich weiß gar nicht, ob ich mich verstehen kann. Der Wind kommt jetzt von vorne. Weil die Hand davor muss da klappen. Aber naja, es ist sehr windig heute und deswegen auch kälter als gestern und vorgestern. Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 28.10.2015 und heute ist schon mein letzter freier Tag. Aber es ist nochmal schönes Wetter, ist super. Ich glaube, Kartoffelsuppe habe ich schon mal gekocht im Video, oder? Also in den Vlogs. Im Video habe ich die schon mehrmals gekocht, aber muss ich jetzt nicht alles erklären. Nee, muss ich nicht. Ich habe keine Lust drauf. Außerdem wegen Musik. Eigentlich doch gut. Mache ich nicht oft, aber diesmal habe ich gemacht. Hab mir hier die Abschnitte aufgehoben in die Schalen. Wieder rauf. Weil zu schade ist es einfach nur wegzuschmeißen. Dann kann ich mir lieber noch eine Gemüsebrühe jetzt draus kochen. Also einfach nur kurz anschwitzen. Die Petersilie aus dem Suppengrün, was ich gekauft hatte, kann ich gleich reinschmissen. Weil ich erstens zu faul bin, ihn zu hacken. Und ich mag frische Petersilie und nicht so in der Kartoffelsuppe. Er wird sowieso nur grau und sieht scheiße aus. Und ich mache da lieber viel Mayo ran. Also schmeiß ich das hier gleich mit rein und mache da eine Gemüsebrühe draus. Anschwitzen, aufkochen, maximal eine halbe Stunde. Nachher nur noch abgießen, fertig. Und ihr würzt natürlich ran, ne? Ein bisschen Salz, Pfeffer, was man so ran machen möchte. So, jetzt kocht ihr volle Pulle, drückt ihr runter. Und ja, wie gesagt, maximal eine halbe Stunde köcheln lassen. Wieder Musik an. Ich merke das immer erst danach, weil. Oh Mann. Meine Mutter hat letztens irgendwie so ein Rezept gefunden. Jedenfalls hat sie gesagt: Okay, das schmeckt ganz lecker. Hier hast du die ganzen Zeug, nimm mal mit. Und da ich ja morgen wieder arbeiten muss, machen wir das heute, oder? Lecker.
Aber es ist halt ein Crumble, ne? So, Mädels. Tag ist oben, ich weiß nicht, wie ich genau aufnehmen soll. Das Ding hier war lecker. Irgendwas hat da noch gefehlt, da muss ich noch irgendwas mit dran machen beim nächsten Mal. Aber ansonsten war es schon gut. Ja, ich gehe jetzt mit dem Hund nochmal raus, dann trinke ich einen Kaffee und dann schneide ich das Video, damit ihr das morgen sehen könnt. Es fühlt sich gut an, auf dem Laufenden zu sein. Man gleicht das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Bescheuert, aber es ist so. Also dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, liken, Daumen hoch geben, ne? Hoch und kommentieren und so und teilen oder ignorieren. Was auch immer ihr damit macht.